Ich denke, das sollte gut sein. Warning, weather alert, meteor shower expected. Oh, super, super, super. Das passt mir jetzt aber gänzlich gar nicht in den Kram. So, okay, passt auf. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Elektrik. So, also so, das wäre dann auch Batteriepackung. Muss ich... Das ist natürlich jetzt echt ein Kreuz, ne? Ja, nee, komm. Batteriepackung wäre halt wichtig für unsere Notfallgeschichte hier. Pack mal hier hin. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Occupy Mars. Ja, ich bin am Ruck. Lauchina ist auch wieder mit dabei. Logischerweise, zwangsweise. Ist sie? Da ist sie. Da. Hallo, Lauchina. Ja, und wir hatten ja vor, wir brauchen Solarzellen, um, meine ich, noch etwas größere. Ah, ne, die hatten wir schon gebaut, ne? Ja, genau. Wir wollten das Ding jetzt zerlegen. So, okay. Dann würde ich sagen, wir sprinten nochmal durch. Ich glaube, wir sind durchgesprintet, ne? Wollte ich das auch wirklich zerlegen? Ich weiß es nicht mehr, was wir vorhatten. Ich gehe jetzt einfach nochmal durch, aber ich meine da, das war irgendwie so, dass ich das Ding zerlegen wollte. Ah, mit N ist Nachtsicht. Ja, ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass N, also dass das Nachtsichtgerät nur ein Nachtsichtgerät nur ein Update für den Anzug ist, was man eigentlich nicht bauen kann. Man müsste es nur erforschen. Das haben wir und mit N können wir es aktivieren. Ja, sieht hübsch aus. So, lasst uns mal gucken. Da ist schon mal eine Sunny-Kiste. Da unten liegt doch auch wieder irgendwas. Aber ich mache jetzt hier drinnen mal die Lampe an. Lag da hier unten oder direkt unter dem Dings was? Ach ja, mit Z könnt ihr euch das anzeigen lassen, falls ich euch das noch nicht gesagt habe. So, wir schauen mal. Z. Ja, wir sind ja unterwegs. Ja, es ist hier unten. Aber das sieht eher aus wie eine Nahrungsgeschichte, ne? Werden wir höchstwahrscheinlich finden, wenn wir das hier alles zerlegen. Gut. Also, da ich jetzt immer noch nicht so richtig rausgefunden habe, ob es egal ist, ob wir die Dinger von draußen oder von drinnen platt machen, mache ich sie einfach hier alle mal platt. Arbeiten wir uns von drinnen nach draußen. So. Vielleicht finden wir dann ja auch noch unter den Kisten oder so Leiterplatten. Weil ich habe hier ja auf dem schnellen, auf dem durch. Als, es geht wieder los. Schnellen Durchgang. Ja, eigentlich nicht mal Leiterplatten gefunden, was ich sehr, sehr merkwürdig finde. Aber gut. Schauen wir mal. So. Also jetzt, die nehme ich tatsächlich so weg. Warum auch nicht? Ah, alles mal weg. Frühstücken. Ja, ich würde aber tatsächlich sagen, Freunde, wir machen das jetzt hier einmal drinnen gemeinschaftlich so ein bisschen. Ich mache das jetzt, weil bis jetzt habe ich da auch noch nichts drinnen gefunden. Könnte man hier eigentlich die Schranktüren aufmachen? Nein, nein, nein. Machen wir das hier mal gemeinschaftlich und dann räume ich den Rest nachher automatisch aus. Ja, okay, also. Ihr seht, er hat sich gerade erledigt. Ja. Da hat er irgendwo zu früh. Also, ich glaube, ich würde dann tatsächlich sagen, ich gehe immer nur durch und dann. Ah, da ist doch das Teil, was wir. Jo, einmal Nahrung. So, und nochmal für alle, die es noch nicht wissen: STRG und linke Maustaste. Und dann haben wir das Teil kurz weggenascht. So, jetzt ist die große Frage. Also nicht weggenascht, sondern aufgesammelt, ne? Ja, und ich
weiß jetzt nicht genau auf der Karte. Ich finde es ein bisschen schade, wenn man es weggearbeitet hat, dass... dass wir hier keine, sag mal schnell, dass das auf der Karte auch bestehen bleibt. Finde ich ein bisschen schade, ne? Das müssen wir uns das markieren, dass man das weggeschliffen hat. Das mache ich gleich mal. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal Silizium sammeln, Steine, damit wir uns Schläuche machen können, Luftschläuche, dass ich unsere Rettungskapsel immer befüllen kann. Weil das ist sonst ein bisschen blöde. Hunger ist ja noch okay. Was sagt unsere Uhrzeit? Weil ich habe im Moment nichts an Schläuchen. Ich habe nicht mal einen Schlauch gefunden. Was ich jetzt ein bisschen blöd finde. Oh ja gut, vielleicht kommt ja noch was. Habe ich euch eigentlich eingeschaltet? Ja, habe ich. So. Ja, wir machen diese Station auf jeden Fall erstmal gemeinschaftlich. Zum Einstieg gehört ja halt dazu, ist ja halt, ne? Das ist so das typische Aufbau-Crafting-Spiel. Und für alle, wie gesagt, die es noch nicht kennen, das Spiel, machen wir es einmal. Dann würde ich sagen, ich würde mir ja auch lieb gern so eine alte Lampe bauen, ne? Hätte ich schon Bock drauf. So, das weg. So, ich bin mal gespannt, ob wir hier... Ich glaube, das letzte Mal habe ich hier tatsächlich auch eine Leiterplatte rausbekommen. Weil ich denke, die findet man nicht nur so. Die kriegt man bestimmt auch so mal weg. So, was haben wir denn überhaupt? Verarbeitete Lebensmittel, das sind die wir gefunden haben. Kleines Rohrstahlplatte, Aluminiumplatte, Packungsschrauben, kleiner Motor, Glasplatte, Electronics. Ja, das ist schön. Das brauchen wir im Moment aber nicht. Wir müssen erstmal ein bisschen Ressourcen sammeln. Ja, ich würde ja gerne eine Batterie bauen. Dass wir über Tag, dass wir über Nacht ein bisschen Strom haben. Ah ja, eine Solarzelle, hurra. Am besten wären auch zwei Leiterplatten, dass wir uns dann immer so ein... Wie heißt das? Dings bauen können. Ich bin jetzt auch noch hin und her gerissen, ob ich das da stehen lasse, weil uns halt Solarzellen fehlen. Also hier die Wassergeschichte oder ob ich die abreiße. Ich denke, ich werde sie erstmal abreißen. Kommt drauf an, wie viele Solarzellen wir hier noch kriegen. Also wenn die Solarzellen, die wir hier uns looten, reichen für einen Brunnen, dann behalte ich den natürlich. Dann lasse ich den da stehen. Ja, ja. Danke für die Punkte. Danke für die Punkte. Ich bin mal gespannt, was zuerst freigeschaltet wird. Der Rover oder der... Dieses komische Auto. Oder ist das random, dass man halt Laptops finden muss? Die haben wir auch nicht gefunden. Ich meine, wir sind hier ja schon einmal durchmarschiert. Ja, doch, Solarzellen sollten reichen. Das heißt, das Wasserdings kann ich stehen lassen. Ich habe auch noch keinen Laptop wieder gefunden. Ja, ist so. Oh, es wird dunkel. Aber ich mache mal noch ein bisschen. Obwohl, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ob das so sinnig ist. Wartet mal kurz. Nein, das ist nicht sinnig. Ich würde schon gerne einmal zurückfahren, schnell. Wo ist denn unser Fahrzeug da? Dann läuten wir mal die Nacht ein. Und machen morgen früh weiter. Ich will mal sehen, ob ich tat noch ein bisschen Energie reingeblasen kriege. Ob noch ein bisschen was auf dem Solargedöns drauf ist. Aber mir schwant da fürchterliches. Dass das jetzt schon zu dunkel ist. Dafür wäre natürlich eine Batterie schön, ne? So.
glaube nicht, dass hier noch was drauf ist. So, nimm mal ab. Pack mal zur Seite das Ding. Ah. Ja gut. Dann schauen wir mal, ob wir die Nacht irgendwie rumkriegen. So, wie sieht es denn überhaupt aus? Sauerstoff. Ja, habe ich alles noch vorrätig. Wasser können wir natürlich schon mal auffüllen. Sollte ich hier drin sein? Da sollten wir übertagen. Okay. Hier ist Sauerstoff. Ist auch. Okay, gut. Dann hoppeln wir mal schon rein. Also die nehme ich auf jeden Fall auch wieder mit. So, mach mal auf. So, ich meine, wir hatten ihn ja über Tag. Ja, ich muss hier Sauerstoff anschließen. Ja, es ist echt nervig, dass ich kein Rohr habe. Und halt die Batterie weg ist, ne? Und halt die Batterie weg ist. Okay, dann esse ich jetzt was? Nehmen wir am besten das, was wir gefunden haben. Und 8 Stunden, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sollten wir doch mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht. 8 Stunden. Ah, so, das war wieder diese Schlafstuhlgeschichte. Hey. Hä, bin ich jetzt? Warte, wir haben jetzt 21 Uhr. Willst du mich trollen oder was? Ja, hallo? Ah, ich. Nein, okay. Oder war. Warning? Wieso Warning? Hör auf, so Mist zu erzählen. Warning ist. Power, 50%. Ja, ich weiß. Der muss aber noch ein bisschen. Bisschen hinhalten, bis ich wieder Strom habe. Kriegen wir schon hin, ne? Kriegen wir hin. Kein Problem. So, dann laden wir uns mal gleich auf hier mit Strom. Okay, lasst uns mal kurz einen Check-up machen. Wasser ist okay, füllen wir auf. So. Hätte ich auch eigentlich auflassen können, ne? So, als erstes den, na, komm her. Anzug aufladen. Bleibt da stehen. Okay, bei Solarzelle dauert es einen kleinen Moment, aber es geht, das funktioniert. Das ist schon mal viel wert, sonst ging das ja immer nicht, meine ich. Also in der Beta ging es nicht. Und dann, wie gesagt, da hinten ist ja unser... Gut, so. Dann würde ich so, den erstmal wieder anschließen. Einmal Wasserschlappi-Schlapp. So. Water refilled. Okay, dann sind wir auch voll. Dann würde ich erstmal kurz mal schauen. So, das ist ja, glaube ich, diese Geschichte. So. Danach geben wir den mal sehen, einen Namen. Dann würde ich das einfach mal als GS bezeichnen und das heißt geschliffen. So, und als Icon nehmen wir ein einfaches Gedöns. So, dann sahen wir Wasseraufnahme, ja. Ich muss mal ein bisschen dichter ran. Achso, und dann zur Liste. Ja. Machen wir. Oder. Nee, warte, machen wir aus der Liste raus. So, aus der Liste raus. Also, Wasser. Werkstatt ist klar. Wasseraufnahme auch logisch. So, den Rest. Wird das namentlich eigentlich nicht angezeigt? Ah, warte mal. Das muss ich. Ich möchte das ein bisschen entfernen.
Dann mach mal hier, dann sagst du Icon, sagst du das, und dann sagst du Namen, ES. Ja, du musst das da dann schon. So. Ah, ja, jetzt passt, jetzt ist gut. Gute Idee. Also nur schon mal vormerklich schon mal reinpacken. So, wie sieht's denn überhaupt mit unserem Inventarplatz aus? Pass mal auf, da können wir ja schon mal anfangen, hier Dinge einzuräumen. Habe ich hier noch Platz? Ja, habe ich. Gut, dann packen wir hier Solarzellen, lasse ich erstmal hier. Stahlplatten haben wir 100. Noch irgendwas mit 100. Rohr haben wir 100. Dann geht Rohr, habe ich hier nochmal 100. Oha. So. Und Aluminiumplatten habe ich auch 100. Das ist ja im Moment das, was es stacken kann. Ja, dann mal weiter. Okay, ja, ich schätze, ich hätte die anderen Sachen auch da lassen können. So, ich weiß nicht, ob das sinnig ist, den... wie heißt der hier? Den Hubschrauber mitzunehmen. Aber, oh doch, mal gucken, ja. Können wir gleich mal gucken, wo wir hinfliegen sollen. Vielleicht, wenn ich den starte... uns ein wenig zu orientieren. Ach so, das ist unser Dingspace. So, okay, dann einmal abgestiegen. Wie viel Saft habe ich noch? Ja, das reicht. Ach so, kommt eine Leiterplatte für eine Batterie wäre super. Weil ich schätze, eine Nacht werden wir hier bestimmt noch verbringen. Weil ich dann eventuell auch gerne Solarzellen aufbauen möchte. Nochmal Silizium sammeln möchte. Ich guck gleich mal, was wir an Schläuche brauchen. Aber für die Schläuche, um Schläuche zu produzieren, Herrgott nochmal. Was haben wir? Solarzellen, kleines Rohr, Aluminium, Racke, Elektronik packen, Schrauben, Stahlplatten, kleiner Motor. Hm. Ja, um halt Schläuche zu bauen für Sauerstoff. Okay, das sind ja noch mehr von den Dingern. Ah, da! Kleine Leiterplatte, zwei Stück. Seht ihr? So, pass auf, dann mache ich das auch gleich wie folgt. Die möchte ich denn gleich verwenden, damit wir... Ups, Entschuldigung. Ne, fahr mal so lang. Schon mal eine Batterie bauen. Eine reicht. Es ist ja nur so mal für die Nacht, dass wir da was haben. Und ein Verteiler. Vielleicht anstelle von dem kleinen Solarpanel noch ein großes. Ich denke, das sollte gut sein. Warning. Weather alert. Meteor shower expected. Oh, super, super, super. Das passt mir jetzt aber gänzlich gar nicht in den Kram. So, okay, passt auf. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Elektrik. So, also so, das wäre dann auch Batteriepackung. Muss ich... Das ist natürlich jetzt echt ein Kreuz, ne? Ja, nee, komm, Batteriepackung wäre halt wichtig für unsere Notfallgeschichte hier. Pack mal hier hin. Das ist Eingang. Okay, mach so. Sehr schön. So, dann gucke ich, ob ich einen Verteiler... Ist das einer? Ja, ne? Einen Verteiler hingebaut bekommen. Weil ich würde noch eine Solarzelle mehr aufstellen. Stell den so hin. Ist erstmal egal. So, super. Okay. Ups. Dann würde ich sagen... Einmal ab. Mal her. Okay. Habe ich das Kabel dran auf der 6, ne? Daran. Gehst du daran? Dann. Achso, ich brauche noch ein Kabel auf die 6. Daran.
daran. Nochmal die 6. So würde ich dann halt unsere Basis halt immer aufbauen, ne? So, dann würde ich sagen, hauen wir natürlich in den Akku 100%, ne? So, 100% rein. Und hier würde ich den denn tatsächlich erstmal mit 36 speisen. Leistung raus. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie viel braucht denn eigentlich unsere Station hier? Warte kurz. Steht das irgendwo? 5! Die braucht, echt, die braucht nur 5? Das ist natürlich cool. Wenn die nur 5 braucht, ich gebe ihr mal 10. So. Und 6 nimmt sie. Ja, das ist doch hervorragend. So, jetzt haben wir schon mal, dass das ein bisschen lädt. Dann würde ich noch ein großes, mal sehen, einfach noch ein großes Solarpanel, aber das müsste doch jetzt eigentlich, dann müssten wir, wenn wir 2 Solarpanels immer, das, wie gesagt, es ist ja nur ein Notfallbehelfsding, aber das müssen wir dann halt immer so machen, dass wir das immer aufbauen können, ne? Meteoritenschauer passt mir jetzt überhaupt nicht in den Kram. So, dann würde ich den Kabel da rein. Nee, da müssen wir hin. Wir müssen hier hin. So, den dann daran. Und dann würde ich sagen, den kleinen lasse ich noch. Ich würde sagen, das lasse ich tatsächlich so als Setup. Muss ich mir noch überlegen. Aber ich denke schon, so können wir unser kleines Gedöns dann ja auch noch anbauen. So, das haben wir schon mal. Ich würde sagen, dann machen wir mal noch so lange, wie Meteoritenschauer hier am Gange ist. Da hinten, das, solange der noch nicht da ist, werde ich hier hinten erst die Station nochmal weiter zerlegen. Höchstwahrscheinlich ist es so, dass ich den Meteoritenschauer etwas unterschätze. Aber egal, die Folge ist eh fast rum. Ich würde denn schon sagen, das machen wir jetzt alles noch gemeinschaftlich. Schnell mal abreißen. Und dann geht's ab in der nächsten Folge zu der neuen, zu einer neuen Station. Ich werde die anderen mal markieren, die wir schon weggeschrotet haben. Einfach mal. Aluminiumplatte, Solarzelle, ja, geht, läuft. Also wie gesagt, den Wassertank würde ich wohl tatsächlich stehen lassen wollen. Das Wassergedöns und Sauerstoff. Die eine kleine Solarzelle. Und den Rest nehme ich mit. Ja, das klingt nach einem Plan. Aber wie gesagt, ich möchte hier nochmal, dass ich halt die Luftgeschichte hier in Griff kriege. Dass wir hier dauerhaft Luft auch haben. In unserer Station. Dass ich den Helm nachts abnehmen kann. Dass ich die Sauerstoffflaschen, ja, ich weiß nicht, ob es was bringt oder muss ich das? Ich kann die Sauerstoffflaschen ja auch aufbauen. Aber es ist halt cool, oder? Gehört dazu. Finde ich. Solarzelle, Aluminiumplatten, kleines Rohr, kleiner Motor Electronics. Okay. So. Also, und ich denke auch, ich werde zwar einmal durch die Station durchgehen. Natürlich, zum Gucken, Looten. Weil man ist ja neugierig, man will es ja wissen. Und Warning, weather alert, meteor shower expected. So, pass mal auf, guck mal, da ist doch jetzt, was ist da jetzt? Naja, nee, das ist mir einfach zu riskant, jetzt schon zu sagen. Ah, machen wir mal ein andermal, wenn wir hier eine Stahlplatte oder sowas drin haben, aber keine Nahrung. So, ich hoffe ja, dass wir den Meteoritenschauer, der ist ja eigentlich
von der Dauer her auch nicht so schlimm wie jetzt ein Sandsturm oder so. Weil Sandstürme sind schon echt nervig, damit aussitzen. Ah. So. So eine Lampe würde ich gerne mal bauen wollen. Einfach nur, weil die hübsch ist. Aber ich sag mal, so lange sind wir ja auch nicht an einem Ort. So, die Station haben wir jetzt geschliffen. Und jetzt müsste die rein theoretisch... Wäre ja schön, wenn die mal von der Map weg wäre. Ist sie nicht. Aber jetzt haben wir hier unsere Symbolik. Die sagt, GS steht für geschliffen. Und nur für die Leute, die es zwar kennen, früher im Mittelalter, wenn man Burgen oder sowas abgerissen hat, hat man nicht gesagt abgerissen, sondern sie wurde geschliffen. Darum geschliffen. Weiß nicht, ob man das heutzutage auch noch so sagt oder ob es wirklich nur rein aus dem Mittelalter kommt, aber... Naja. So, dann lasst uns doch mal gucken. Schläuche, ich muss mal gucken, ob wir wirklich, was wir da für Schläuche brauchen. Oder was wir für Schläuche brauchen, mein Gott. Würde ich denn gleich auch selbst einmal tätigen, die Steingeschichte? Ich werde hier unseren Wagen noch mal ein bisschen aufladen in der Zeit. Den würde ich dann mit 36 weiß nicht, was war das? Kilowatt? Betanken, sodass die anderen das andere in die Akkugeschichte fließen kann. So, du bekommst dann ich dir 36, also eine volle Solarzelle. Das war ja auch immer gut. Da sollte der ja auch fix mit voll sein. So, okay. Ja, 50%, klar. 36. Oh, Maruk wieder, ey. Schön live. Er ist wieder da, er ist wieder da. So, okay. 10 bekommt die trotzdem noch rein. Achso, ich wollte mal gucken, wie viel hat die überhaupt jetzt? 180. Also hat die 180 voll und das ist natürlich hervorragend. Okay, Freunde. Ja, dann beende ich die Folge. Werd nochmal gucken. Achso, ja, gucke ich gleich mal nach, was wir an Silizium brauchen für Schläuche. Und dann springe ich gleich rüber in die nächste Folge. Mache ich aber offline. Ne? Zumindest besorge ich das Material offline. So, lasst uns mal, weil wir haben ja hier auch einen Drucker drin. Das ist natürlich sehr genial. So, Schläuche, was brauchst du denn? Wasser braucht Aluminium und Silizium. Was brauche ich? Aluminium 1, Silizium 2. Mhm. Okay, gut. Ja, ich mache mal was fertig. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. In dem Sinne sag ich dann schon mal schönen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann. Ne? Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, ein Abo würde ich mich freuen. Ein Däumchen würde ich mich freuen. Feedback wie immer natürlich. Ihr wisst zwar, ich produziere vor, aber nichtsdestotrotz immer rein damit. Also Leute, macht's gut, euer Maru. Ciao.